Was also ist die Ursache für dieses Elend? Is it the demand for security? Ist es unser Wunsch nach Sicherheit? This illusion that we are separate? Ist es die Illusion, wir seien getrennte Wesen? Is totally different from another brain? Ist es die Vorstellung, dass mein Gehirn völlig verschieden sei von einem anderen? Is different from you and another? Mein Geist, mein Verhalten sei völlig verschieden von Ihrem? Oder ist es das Denken selbst? There is no Western thought or Eastern thought. Es gibt kein westliches oder östliches Denken. Thought is thought. Gedanke bleibt Gedanke. Ob Sie in Asien oder im Westen leben, es bleibt Gedanke. Thinking in a particular way, vielleicht gibt es eine bestimmte Denkweise oder Denkrichtung, in a certain pattern, gewisse Denkmuster, is still thought. Aber es bleibt alles Denken. Thought is employed, exercised in the East, or in the West. Ob man dieses Denken im Osten oder Westen anwendet, es ist immer noch Gedanke. Leicht durch den Westen oder Osten geprägt, but it's still thinking. Aber es bleibt Denken. So is that the cause of all this? Ist das also die Ursache? Sie können es sehen, durch die Geschichte hindurch, wie der Mensch gelebt hat. Gegeneinander kämpfend, in fortwährendem Streit, Konflikt, Unglück, Angst, mit dem Gefühl einer innewohnenden Furcht, and the pursuit of pleasure, und die Suche nach Vergnügen, suffering, Leiden and a flash of love, und ein Anflug von Liebe, translated as sex, die als Sexualität ausgelegt wird, and the idea of compassion, und die Vorstellung des Mitleids, was bloß eine Idee ist, but not something living. Nichts Lebendiges. So we are going to together, please. We are walking on the same road together. Bitte, wir gehen gemeinsam auf dem gleichen Weg. Ich führe Sie nicht. I'm not telling you. Ich beanspruche keine Autorität. Assuming any authority, because though I sit on a platform, obwohl ich hier oben sitze. And I really mean all this. Ich meine das wirklich. So we are walking together. Wir finden gemeinsam heraus, not through analysis, aber nicht durch Analyse. We must go into this question of analysis. Wir müssen uns mit dem Problem der Analyse befassen. When there is analysis, wo Analyse ist, ist Teilung. The analyzer and the analyzed. Der Analytiker und das Objekt der Analyse. The one assumes, der eine Teil nimmt an, dass er Wissen hat und daher befähigt ist, zu analysieren. Beobachten Sie Ihren eigenen Geist. Für den analytischen Vorgang ist Zeit notwendig. Und ich sage, vielleicht kann ich heute nicht klar analysieren, aber ich werde es lernen. Und das bedeutet, über Tage und Monate allmählich die Kunst der Analyse zu erlernen. Analyse bedeutet, dass zwischen dem Analytiker und dem Analysierten eine Teilung besteht. Constant interpretation between the two. So kommt es zu einer dauernden Interpretation zwischen den beiden. One judging the other.
wo der eine den anderen beurteilt, ihm seinen Machteinspruch aufzwingt und so weiter. His dictum on the other. All that implies not only time. Das beinhaltet nicht nur Zeit, sondern auch eine dauernde Spaltung zwischen den beiden. Right, well, we'll go along together, please. Verstehen wir uns? This division has Und diese Spaltung ist eine unserer Prägungen. Nämlich die Annahme, dass sich der Analytiker vom Analysierten grundsätzlich unterscheidet. Aber ist das wirklich so? Ist nicht der Analytiker auch das, was er analysiert? Wenn ich meine Angst analysiere, in analyzing that thing called an anxiety, how do I know that it's anxiety? Wenn ich meine Angst analysiere, wie weiß ich überhaupt, dass es Angst ist? Because I remember the previous experience of anxiety. Weil ich mich an eine frühere Erfahrung der Angst erinnere. It is stored up in my brain. In meinem Gehirn ist diese gespeichert. Reaction takes place, I recognize it. Und wenn dann eine Reaktion stattfindet, sage ich, es ist Angst. So there is always this division constantly maintained. So wird diese Teilung beständig aufrechterhalten. Doch Tatsache ist, when you are angry, you are not dass sie sich von ihrem Ärger nicht unterscheiden. Only later on you say, I have been angry. Erst später sagen sie, ich war ärgerlich. I wonder if you're following all this. Verstehen Sie das alles? Please, right? Can we go on? Können wir fortfahren? Encourage me. Ermutigen Sie mich. Don't encourage me. Nein, ermutigen Sie mich nicht. So, when one realizes, analysis maintains this division. Wenn man also erkennt, dass die Analyse diese Teilung aufrechterhält, nämlich, dass sich das Ich, der Beobachter, vom Gegenstand des Beobachtenden unterscheidet, wir sprechen über den psychologischen Bereich, natürlich unterscheiden sie sich von einem Baum, aber im psychologischen, this division is the essence of conflict. Bedeutet diese Teilung Konflikt. Essence of trying to be something which you are not. Im Psychologischen ist diese Teilung der Versuch, etwas zu sein, was man nicht ist, und daraus resultiert Kampf. In which the brain has lived. Das ist die Schablone, in der das Gehirn lebt. Right? And we are saying, deshalb sagen wir, process of analysis does not bring about freedom at all. Der analytische Vorgang bringt überhaupt keine Freiheit, im Gegenteil. Constant conflict. Analyse erhält den Konflikt aufrecht. And the mind, the brain, in constant conflict must wear itself out. Und Geist und Gehirn müssen sich im Dauerkonflikt verschleißen. Sie sind niemals neu. Entfalten sich niemals. Sind immer im Konflikt. Betrachten wir das gemeinsam? Sehen wir das? Vielleicht nicht, weil einige von Ihnen Analytiker sein mögen. Es mag Ihr Beruf sein. And when you are tied to something, und wenn man an etwas gebunden ist, dann haben Sie schon den Weg der Korruption eingeschlagen. Right? You following all this? Folgen Sie all dem? Please don't be angry with me or upset. Bitte werden Sie nicht ärgerlich. Ich zeige nur die Tatsachen auf. Look at the facts.
Sie können sie sehen und handeln. Oder sie sagen, das ist zu viel für mich. Als Analytiker habe ich Verpflichtungen, meine Frau, meine Kinder, meine Patienten, meinen Rolls-Royce. Und sie machen weiter wie bisher. Aber wenn es ihnen ernst ist, dann müssen sie mit aller Aufmerksamkeit dabei sein. Die Analyse verhindert also die klare Beobachtung. Aber Beobachtung ist viel wichtiger, als einen analytischen Verstand zu haben. Wir haben die Fähigkeit der Beobachtung verloren. Aber wir haben die Kunst der Analyse ausgebildet. Wir beobachten niemals klar und unverzerrt, was in unseren Köpfen und Herzen vor sich geht. And as our minds and heart are so distorted, unser Herz und Verstand sind so entstellt, so korrupt. We think that corruption, that distortion can be straightened out through analysis. Und wir meinen, diese Entstellung und Bestechlichkeit kann man durch die Analyse korrigieren. Aber gerade diese Verzerrung kann durch die Analyse nicht gelöst werden. Like a man committed to a belief will never see himself. How ridiculous it is. Das ist wie mit einem Menschen, der sich einem Glauben verschrieben hat. Er wird niemals einsehen, wie lächerlich das ist. Wir sagen also, es kommt darauf an, zu beobachten. Die Aktivität von Herz und Geist zu beobachten. And that observation is prevented. Diese Beobachtung wird verhindert, wenn Verzerrungen existieren. Any form of direction, irgendeine Ausrichtung. Which means any motive. Wenn es irgendein Motiv gibt. Therefore it requires an extraordinarily attentive mind. Das erfordert einen außerordentlich wachsamen Geist. Right? Are we moving together? It may be something new or something you haven't heard before. Vielleicht ist das etwas Neues für Sie. Some book or other. Oder etwas, von dem Sie bisher noch nichts gehört haben. You know, it would be marvelous if you had read no book. Oder Sie haben es schon in einem Buch gelesen. Es wäre wunderbar, wenn Sie keine Bücher gelesen hätten. Personally, I haven't. Ich persönlich habe kein Buch gelesen. If you have read no book at all. Wenn Sie nichts gelesen hätten. No preacher. Keine Prediger gehört hätten. No priest, no philosopher. Keine Priester, Philosophen, keinen Guru gehört hätten. Dann könnten Sie ganz frisch zuhören. Come to it so that you can observe your own complete structure. So dass Sie Ihre gesamte Struktur beobachten könnten. But unfortunately, we're all very clever. Leider sind sie jedoch alle sehr kluge Leute. Belesen oder oberflächlich. Oder sie haben hier und da ein bisschen aufgenommen und denken, wenn sie das alles zusammenbringen, dann haben sie Wissen. Wenn sie jedoch beobachten, und es ist wirklich herrlich, wenn sie es tun können, that is the essence of freedom. Denn das Wesen der Freiheit liegt in der Beobachtung. Ohne Freiheit können Sie in das alles nicht eindringen. Ich hoffe, Sie arbeiten so hart wie der Sprecher. So, we are saying,
Deshalb sagen wir, wenn die Ursache nicht entdeckt wird, hört das Muster menschlichen Elends nicht auf. Was also ist die Ursache des menschlichen Elends? Sie sind die Menschheit. Sehen Sie das. Ihr Gehirn ist in Millionen von Jahren gewachsen. Ihr Gehirn ist das allen Menschen gemeinsame Gehirn. Deshalb sind Sie die Welt. Und die Welt ist Sie. Sie sind nicht Schweizer oder Deutscher. Sie sind in Wirklichkeit ein menschliches Wesen, wie jene menschlichen Wesen im Fernen Osten, die verhungern, die unglücklich sind, brutal abgeschlachtet werden. Sie sind psychologisch gesehen dieselben, die leiden, die Angst haben, all das sind Sie. So ist Ihr Geist, Ihr Herz, die Menschheit. Sie sind nicht getrennt, wenn Sie das verstehen könnten. Wir sagen also, unser Geist ist der uns allen gemeinsame Geist. Ist das uns allen gemeinsame Gehirn, das sich durch die Zeit entwickelt hat. Und seit Jahrtausenden ist es in einer bestimmten Richtung tätig. Und wir setzen das auf dieselbe Weise fort. Wir passen uns an, ziehen uns zurück, beschränken uns, dann dehnen wir uns wieder aus, aber es ist immer dieselbe Richtung. Und wenn wir all das sehen, und wenn Sie sehen, wie der Mensch zerstört, sich selber und die Erde und die Luft, die Natur und die Tiere, dann fühlen Sie eine große Verantwortung in sich. Was also ist die Ursache für das alles? Bewegen wir uns. Is it thought? Ist es das Denken? Thought is the movement from knowledge. Denken ist der Vorgang, der aus dem Wissen kommt. Yes. Knowledge, experience, knowledge, memory. Thought is one movement. It's not Erfahrung, Wissen, Gedächtnis, Denken. Experience. Das ist eine Bewegung, ein Vorgang. Es ist nicht so, dass man zuerst Erfahrung erwirbt, dann Wissen, dann das Gedächtnis, dann denkt. Es ist eine einheitliche Bewegung, ein einheitlicher Vorgang, der sich dauernd und in derselben Richtung vollzieht. Is that the essence, the real cause? Ist das die Essenz, die wahre Ursache? Nicht das Individuum, nicht das Bedürfnis nach Sicherheit, but the very movement of thought, sondern dieser Vorgang des Denkens selber, that has brought about this present chaos in the world. Das gegenwärtige Chaos in der Welt hervorgerufen hat.